Hallo, willkommen auf unserem Kanal Schock News. Wir liefern euch tägliche News über berühmte Persönlichkeiten und deren Geschichten aus ihrem Leben. Lasst doch eine Bewertung da und Anregungen in den Kommentaren, was wir besser machen können. Das würde unserem Kanal sehr helfen. Bereits im November, als das Anwesen der Gottschalks im amerikanischen Malibu abbrannte, fragten sich viele, warum Thomas nicht sofort zu seiner Frau flog, sondern noch 2 Wochen in Deutschland blieb. Jetzt ist klar, die Ehe der beiden stand wohl schon damals vor dem Aus. Denn der Entertainer hatte sich im August in eine andere Frau verliebt. Die 57-jährige SWR-Mitarbeiterin Karina Mroz. Wer ist Gottschalks Neue? Das neue Blatt zitiert ihr im Feld: Karina ist humorvoll, fleißig, schlagfertig. Sie liebt klassische Musik und ist belesen. Eine Mischung, die für Gottschalk offenbar unwiderstehlich war. Und dazu führte, dass er sich seiner Sache sehr schnell sehr sicher war. Wohl deshalb gab er sich in den vergangenen Monaten auch nur wenig Mühe, die Liaison mit Karina geheim zu halten. Immer wieder wurden die beiden zusammen in ihrer Heimat Baden-Baden gesichtet, fuhren sogar gemeinsam nach Italien. Bei uns war das mit Karina und Thomas schon länger ein offenes Geheimnis. So ein Bekannter. Thomas Gottschalk verliert keine Zeit. Fast scheint es so, als wolle der Moderator. Der im nächsten Jahr 70 wird, noch einmal ganz neu durchstarten. Gerade gab das ZDF bekannt, dass er 2020 eine Wetten, dass Ausgabe moderieren wird. Und noch mehr, auch von Hochzeitsplänen ist schon die Rede. Denn, so Karinas Bekannter, sie war nie verheiratet, hat aber eine erwachsene Tochter. Wenn euch die Videos gefallen, so lasst doch dann ein Like und ein Abo da. Vielen Dank.